Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Tiefen und dann War Within. Und hier haben wir das Achievement Entdeckung im Kriegswall Kräftigung. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Findet und öffnet alle robuste Truhen, die im Kriegswalls Kräftigung verborgen sind. Das sind insgesamt 4 Stück. Ich habe die schon aufgemacht, aber ich zeige euch jetzt mal die verschiedenen Spots. Wir sind einmal in dem Delph auf den Koordinaten 61, 42. Und das ist quasi auf der Insel von Dorn. Und wenn ihr hier drin seid, laufen wir jetzt einmal die kompletten Spots ab. Die erste Kiste ist im ersten großen Raum, nachdem wir reinkommen. Und zwar links. Und da laufen wir jetzt mal hin. Also wir gehen hier rein, dann einmal links. Und dann ist sie hier, ne, bisschen versteckt. Quasi hinter dieser kleinen Säule. Das ist hier auf den Koordinaten 46, 19. Dann können wir weiterlaufen. Die Kerzen dürfen wir übrigens nicht berühren, beziehungsweise durch das Feuer sollten wir nicht laufen, denn da gibt es einen netten Debuff und der macht doch ganz gut Schaden. Der hat mich jetzt vorhin einmal umgebracht. Also da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann hier runter. Die nächste Kiste ist quasi nach dem Gang wieder in so ein bisschen in der Ecke dran. Und zwar müssen wir uns da ebenfalls rechts halten. Und dann haben wir die hier oben. Seht ihr das? Und dazu, schau mal, hier kann ich noch was mitnehmen. Müssen wir ein bisschen jumpen. Also wir müssen quasi hier diese Kisten hochjumpen. Zack, 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 da hochlaufen. Hier die Leiter hochspringen. Und dann können wir da oben hin. Ne? Heute leuchtet zum Haus, hat er das Licht angelassen. Genau, das ist dann Kiste Nummer 2. Nehmen wir das Ding da mit, also hier oben, ne? Fantastisch! Dann geht's wieder weiter in den Gang und dann haben wir in dem nächsten großen Raum hier hinten in der Ecke, das ist auf den Koordinaten 74, 70, die nächste Kiste. Und da müssen wir dann hier hinten rein. Und die steht jetzt halt einfach hier in diesem kleinen, in dieser kleinen Zeltabhängung. Also da haben wir die. Und dann geht's noch einmal hier in dem Gang hinten weiter. Und die letzte... Oh, jetzt haben wir den Debuff drauf. Seht ihr das? Ja, tickt schon ordentlich. Meine automatische Tankheilung ist angesprungen. Die letzte Kiste ist jetzt dann hier hinter der Säule wieder. Und das ist hier unten auf den Koordinaten 70, 85. Ja, und damit haben wir alle 4 Kisten eingetütet. Die könnt ihr in jeglicher Version von dem Delph holen. Es gibt ja immer meistens 3 verschiedene. Und in manchen Delphs ist es tatsächlich so, dass ihr die nur in bestimmten Versionen holen könnt. Hier könnt ihr es in tatsächlich jeder Version holen. Gut. Wir sind einmal durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.